Wir sind die Diamanten und ihr seid die Bergleute. Wir sind hier eingebettet in den Kern der Erde, wie funkelnde Diamanten, die in einer Mine vergraben sind. Ihr könnt uns nur erreichen, wenn ihr in den geologischen Schichten der Erde auf Entdeckungsreisen geht, die unser Licht unter den Scheffel stellen. Ihr könnt dies tun, wenn ihr euch selbst von allen Unreinheiten und emotionalen Blockaden klärt, so dass eure Sicht klar und fokussiert wird. Wenn eure Sicht erst auf unsere Frequenz ausgerichtet ist, werdet ihr uns klar sehen können, wie wir da unten unter der inneren Zentralsonne in der Innensphäre der Erde funkeln. Denn obwohl ihr uns noch nicht richtig seht, könnt ihr unsere Existenz doch unter euch fühlen, indem ihr euch bewusst mit uns verbindet. Ihr werdet physisch fühlen, wie sich eure Schwingungsrate anhebt und eure Kronenchakra wird pulsieren und blubbern. Dies ist eine physische Manifestation eurer Verbindung mit uns. Ja, wir sind die Diamanten, die innerhalb der Erde vergraben sind, und ihr seid die Bergleute, die dabei sind, in die Tiefe zu gehen und unsere Existenz unterhalb von euch zu entdecken. Bald werden wir die Weisung der Konföderation der Planeten erhalten, die Tunneleingänge für euch zu öffnen, damit ihr physisch unser Reich betreten könnt, um die Kavernen der Erde zu erkunden. Seid versichert, dass wir Führer bereitstellen werden, die euch durch die Tunnel geleiten, im Sitz eines unserer elektromagnetischen Fahrzeuge, und die euch dann in unsere Städte eskortieren, wo man euch freudig begrüßen wird. Und man wird euch gratulieren dazu, dass ihr letztlich die Schwingung erreicht habt, in der es möglich ist, uns einen physischen Besuch abzustatten. Wenn das geschieht, ist das ein Zeichen dafür, dass der Aufstieg der Erde unmittelbar bevorsteht. Was wird das für ein glorreicher Tag sein? Denn nicht nur ihr und wir werden feiern, sondern auch das gesamte Universum wird eurem Ausstieg aus der Dichte Beifall zollen, der allen signalisieren wird, dass unsere gesamte Galaxie jetzt darauf vorbereitet ist, weiterzuschreiten, hin in eine höhere Oktave der Existenz. Denn erinnert euch, dass wir uns im Einheitsbewusstsein alle als eins beschleunigen, als ein Universum, das seinen Kurs durch die Ewigkeit nimmt, durch das sich beständig ausdehnende Licht Gottes von allem, was ist. Die Erde ist selbst ein Diamant, eine Gemme mit vielen Facetten, welche die Brillanz von Gottes ewigem Licht ausstrahlen. Nur die Oberflächenbevölkerung ist es, die durch die Schleier der Dichte getrennt davon ist, blind für die sie umgebende Strahlkraft. Die Brillanz wohnt im Innern eurer Seele, innerhalb der Erde und innerhalb allen Lebens überall. Wendet einfach eure Sicht nach innen. Fühlt eure Verbindung zu allem, was ist, und eure innere Welt wird aufleuchten und in Resonanz mit dem Diamanten gehen, der ihr seid. Durch diese Resonanz wird euch die gesamte Erde öffnen, in all ihrer Gloria und Pracht, und ihr werdet alles sehen und wissen, denn wirklich, alles ist in euch. Die Welt des Lichts liegt in eurer Seele. Sie erhält ihr Licht eigenständig durch die Quelle von allem und wird dadurch in alle Ewigkeit erhalten. Das Vermischen unserer beiden Zivilisationen wird die Erfüllung des göttlichen Planes auf Erden signalisieren und ihr werdet frei sein, euch langfristig die Evolutionsspirale hoch zu entwickeln, ohne die Hindernisse und Blockaden und Sperren und die Dichte der letzten 12 Millionen Jahre. Und so steigt mit uns im Bewusstsein empor, indem wir mit diesem einen Diamanten aus funkelndem Licht verschmelzen, der uns umhüllt und der den gesamten Planeten durchzweigt. Ich bin Mikus aus dem diamantenen Licht. Ja, es geht weiter. Ich gebe euch gleich einen kleinen Einblick in das, was noch folgt.
Ich möchte weiter im Hintergrund arbeiten. Für mich fühlt es sich jetzt richtig an, nach all dem, was ich einfach so mit euch geteilt habe, euch nun die weiteren Kapitel dieses großartigen Buches von mir als Audio-CD im MP3-Format zur Verfügung zu stellen. Ich nehme durch die vielen dankbaren Rückmeldungen wahr, dass es euch gefällt, wie ich euch mit auf diese Reise in die Innenerde genommen habe. Schreibt mir gerne eine Mail und bestell dir diese von mir gesprochene CD. Ich bitte dich nur um einen Energieausgleich von 25 Euro und bitte mit 3 Euro Versandkosten. Dann schicke ich es dir gerne, gerne zu. Und danke, danke, danke für dieses Interesse an diesem wichtigen, zukunftsweisenden Thema. Namaste.